på stuf derop. Hvad sagde du? På stuf lykke. Hvad skal man sige der? Your controls. My controls. Gestern bin ich drüber hineingeflogen. Mit uns gegangen von der Höhe. Der Unterschalt hat so gefahren. Du wolltest dich wohl. Nein, warte mal, warte mal. Mein Control ist momentan. Ja, ist gut. Ich habe vorne einen 48 Meter. Die sehe ich einen, aber ich weiß nicht, ob das der ist. Das ist der Oldtimer-Flüger. Ich habe 9 Kilometer einen einzigen. Nein, ich habe zwei. Kilometer, 100 Meter vor ja, uns. Das ist noch 50 Meter. Der steigt wie blöd dort. Ja. Siehst du ihn? Inside. Oder er ist gestiegen, sagen wir es mal so. Jetzt liegt er. Was macht er? Ist das irgendwie K6 oder so etwas? Ich weiß nicht, etwas Neues, aber... Neues? Das ist alt. Nein, aber was ist der K6 neuer als K8? Also, oh oh. Hast du ihn gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Er hat gedreht. Ich meinte, er fliegt weg. Jetzt kreisen wir verkehrt um. Siehst du ihn oben wieder? Ja, sehen wir. Ich probiere zu drehen, aber das ist jetzt nicht ganz einfach hier innen. Ich sehe ihn nicht. Da innen, hinter uns setzen. Schaust du raus? Mach ich schon. Ja, der eine rechts oben. Inside. Du fliegen. Was müssen wir geben? Your controls. My controls. Schön auf den Speed schauen. Night Controls. Your Controls. Der Grund ist, weil einer von hinten kommt. Und zwei von vorne, ein bisschen tiefer. Spitz. Ja. Das hast du gestern drin. Muss mal schauen, ob nicht der Kämpfst du. Okay.
Dann ist aber weit raus. Ich habe gemerkt, ich sei näher. Was machen wir? Das machen wir. Wir fliegen im Moment Richtung Westen. Auf dem vorderen Halbkreis habe ich 18 km auf dem Radar München. Kann ich den auswählen, weißt du, jetzt bei der Welt, was wir haben. Also, wir haben jetzt zeitlich, haben wir jetzt den 10 vor 5, Peter vor 5 gehabt. Mhm. Nein, noch nicht. Dann ist die jetzt schneller. Ganz wenig nach rechts muss und speed, zurücknehmen. Das ist schnell. Ah nein, sorry, noch nicht. Schon gerade ausfliegen. Nicht schnell werden. Jetzt kannst du links. Langsam muss fliegen. Musst du rechts drehen? Rechts? Rechts drehen, ja. Kanal drauf bei dir, ja. Gut. Da vorne sind zwei am Kreisen. Siehst du es gut? Ja. Ich kann es nicht mehr von Auban gehen, gell? Ich mach das. Das sind drei Flüge. Aber sie sind alle höher als wir. Thank you.
ist der Käse, den du gegessen hast. Nein. Da, da. Ich weiss nicht von was, aber wenn ich nicht bewusst schaue. Kilometer sehe ich nicht. Ja, du möchtest da schnell kreisen. Hast du aufs Radar gehen? Ja, aufs Radar. Ich bin jetzt auf dem Radar. Auf 900 Meter habe ich nicht. 900? 900 Meter. 9 Hektometer. Ja. Einen. 30. Vor uns. Scheiße. Ja, man sieht jetzt gerade in dem Moment, aber da habe ich den Schiss. Alles okay bei dir? Alles gut. Er hat jetzt noch dort geschnitten. Nein, hat er nicht. Das ist nicht. Wir waren am Kreisen und er ist einfach auf uns losgeflogen. Sorry. Ich sehe seine Spur. Er ist gerade geflogen, wir am Kreisen. Und dann ist klar, wer Vortritt hat. Ja, das ist so. Vielleicht hat er gedacht, das ist ja gut weiter weg. Ich weiß es nicht. Ja. Also ja, vielleicht. Ich weiß nicht, was er vielleicht hat er überhaupt. Vielleicht hat er gar nicht gedacht, genau. Ja. Weißt du, das, ja, das ist sehr wahrscheinlich sogar so. Dass er nicht klein oder zu wenig, dass er das auch gepasst hat. Keine Ahnung. Kilometer, 100 Meter. Sehen wir optisch nicht. Wo hinter uns da? Klar, ah, klar, seid. Lichtkurven. Es kommen andere auf uns zu, höher und tiefer, aber ich sehe es jetzt gerade noch nicht. Hinter uns Meter und rechts zahm sein. Ja, ich zähle. Ich nicht. Ich zähle, ja, das ist passt so. Ist sehr auf die Stand. Der ist jetzt auch wieder einfach gerade geflogen. Fahr ab rechts. Hat er jetzt auch eingedreht? Okay. Ja, ja, okay. Okay. Jetzt muss es da oben. Ich sehe einen. Ich sehe auch nur einen. Es sind aber zwei. Es ist nur einer, vorne und oben. Ah, Inside. Es kommt noch einer von vorne unten.
150 Meter tiefer. Hinter uns 100 Meter tiefer. 95, ja. Genau der. Jetzt haben wir ein Messer aber vorne sein, finden wir noch. Was? Es müsste er vorne sein. Also ich habe einen vor mir, 62 Meter höher. Und zwei hinter dran. Der scheint wegzufliegen. Im Korridor. Die Kamera läuft. Ja, ja. Über Grund, also im Prinzip können wir einfach quer drüber dienen. Ja, also. Zwei Kilometer vorne rechts von mir 23, oder gleiche Höhe. 26 Meter tiefer. 17 Meter höher, 2 Kilometer. Vorne rechts? Ja. Ich habe jetzt gesehen, ja. 15 Meter höher, 2,3 Meter steigen. Ja, genau da. Jesus Gott, hat das viel Flüge. Wir sind alle tiefer vor uns. 500 Meter, 300 Meter, 200 Meter tiefer, okay. Wolltest du wieder fliegen, Beat? Jetzt schnell auf den Kopfball. Sind wir jetzt, muss ich auf den Zoom-Faktor legen. Jetzt müssen wir wieder in den Korridor. 800 Meter. Ich bin am rechten Rand vom Korridor jetzt. Ich muss mir jetzt besorgen, dass ich das Cheat sehe. Ja, ich sehe es jetzt. Sorry. Ja, ich bin bereit. Your controls. My controls. Wir fliegen den Korridor rein. Ja. Auf YouTube, ja. Ich nehme jetzt an, da mit meiner Kamera gibt es etwas Interessantes, da müsst ihr den Korridor durchfliegen. Ja, ja. Wobei, wenn du das Gefühl hast, die Flüge sind nöch, sieht es auf der Kamera immer noch relativ klein aus. Ja, das ist. Weil es eben ein Weitwinkelobjektiv ist. Ja.
habe ich gesehen, etwa 1,3 Kilometer hinter rechts. Seite verwischt, oder? Nein, ich kann es da gerade, also es wäre keine ziemlich dritte. Also wenn ich mit dem Auslager, wäre ich jetzt da, hätte ich eine Ecke geschnitten. Eben, du bist neben draus gekommen. Ja, wäre ich kurz neben draus gekommen, wäre jetzt nicht. Mit... 260 Meter links unten. Das Bild. Schon quer durch, wenn wir genug Höhe sind. Beat. Also? Du musst gerade links rumdrehen. Mein Profil wird auch die Höhe über Grund angezeigt.
haben wir jetzt 1010 Meter. Wir haben jetzt aktuell einen Ostkurs. 11 Liter. Hä? 11 Liter haben wir noch. Wir haben einen Ostkurs, soll ich sagen. 120 Grad. Also ein bisschen Jesus. Ja. Was ist, wie sieht unser Plan aus? Wir haben 20 Partien. Ja, Richtung Sendabach, wieder langsam. Richtung Sendabach. Was ist? 90 Grad nach rechts, aber 5 Grad aus. Und das ist der Radar. Die Flüge werden auch auf der anderen Seite dargestellt. Du musst einfach gut schauen mit den Spuren. Ja, ja, aber im Radar siehst du es besser. Du siehst es besser, ja. Der andere ist immer noch hinter uns, 50 Meter höher momentan, 2,5 Kilometer. Ich glaube, der gibt jetzt ziemlich Gas, weil er kommt schnell näher. Ja. Air Controls, du kommst neben draussen, Beat. Ja, das ist klar. Hast du jetzt so nicht geschaut? Ich habe es gemeint, vorhin. Ich habe das Missverständnis für die Zettelstelle. Wir kommen quer rüber. Du musst die Höhe auch immer kontrollieren. Das sind 800 Meter Grund. Ja, kannst du das sind auch, Your Controls. Und jetzt da vorne gehen wir rechts. Ich bin am Schauen. Ich denke ja, dann gehen wir rechts. Der andere ist jetzt etwa 700 Meter hinter uns. 50 Meter höher. 40. Kannst du ein bisschen Gas geben, ja. 300 Meter hinter uns und rechts von uns 85 Meter höher. Geradeaus ist Sendabach. Nicht schnell fliegen. Bis
jetzt jedes Mal, als ich hier rausgeflogen bin, dass vorne rechts ein Schlauch war. Ja. Das ist jetzt wieder mit dieser Wolke. Nein, wir fliegen geradeaus. Geradeaus, ja. Wir haben auf den Korridor achten. Rand von der Wolke kommst du durch Beschleunigen. Wieder nach links oder nach rechts ausweichen. Ich sehe. Gang nach links. Regeln wäre eigentlich nach rechts ausweichen, aber egal. Beschleunigen Beat, das ruft es wieder vorne. Kommen wir nicht aus dem Korridor raus? Hast du nicht gewartet drauf? Ja, ich sehe das einfach, es hat die rote Lücke von den anderen Blüten und es ist irgendwie so ein bisschen schnell zurück. Jetzt sind wir dann gerade draußen, 100 Meter. Wir sind nicht aus draußen, oder? Jetzt sind wir draußen.